Vishvarupa, kosmische Gestalt. Vishvarupa ist ein Sanskrit-Ausdruck, besteht aus zwei Teilen. Vishva heißt Universum, alles, ganz, Kosmos. Und Rupa heißt Gestalt und Körper. Vishvarupa ist die kosmische Gestalt, die allumfassende Gestalt. Vishvarupa ist auch das, was Krishna in der Bhagavad Gita beschreibt. Im 11. Kapitel bekommt Arjuna von Krishna die Vision der kosmischen Gestalt, Vishvarupa. Krishna zeigt sich selbst als das gesamte Universum. Krishna zeigt dem Arjuna, dass die ganze Welt letztlich seine Gestalt ist. Auf eine gewisse Weise können wir sagen, Gott ist alles. So wie im Vedanta sagen wir, Brahma Satyam. Brahman allein ist wirklich. Oder Sarvam Kalvidam Brahman. Brahman ist wahrhaftig alles. Alles ist Brahman. Brahman das Göttliche. Brahman ist zum einen das allumfassende Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein ist überall. Gut, und dieses Bewusstsein manifestiert sich als die Welt. Man kann sagen, die ganze physische Welt ist wie ein Körper Gottes. Vishvarupa, die ganze Welt ist Körper Gottes. Indem du im Vishvarupa Gottes eine Zelle bist, bist du Teil des gesamten Universums. Vishvarupa, Körper als der menschliche Körper, die ganze Welt als Körper Gottes.